Da sind wir wieder bei Baphomets Fluch, meinem Let's Play dazu. Hier auf Fuduki, und wir gehen wieder rein. Das ist halt etwas mit dem Tresor. Der Tresor hat auch was. Wir finden hier nichts mehr. Das heißt, man muss den noch irgendwie opfern können. Den Schlüssel wahrscheinlich nicht, ne? Seht ihr mal was? Das ist die falsche Art von Schlüssel. Ach, jetzt sagt sie was. Aufschließen Das geht. Schloss. Ach so, ja, das geht auch nicht. Geht der? Ach, der. Hä? Das hab ich doch schon ausprobiert. Fick dich. Lass es auf. Denn hier. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Artefakt? Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Okay. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. Na, mehr oder weniger. So, jetzt weiß ich mal, was wir tun können. Endlich. Haha. Ja. Beeilung. Schneller, schneller, schneller. So, jetzt können wir nämlich. Putz. Einmal rüber. Ich wälze das Artefakt in der Farbe, bis es völlig eingefärbt ist. Warte mal. Ein antikes Kästchen mit lauter Farbe drauf. Damit kann ich nicht allzu viel anfangen. Da sind immer noch Farbreste in dem Kästchen. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Ach Gott, das wollte ich gar nicht. Merkt euch Die das Decke mal. ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Das ist dasselbe. Das ist doch definitiv dasselbe. Das ist doch definitiv dasselbe Symbol, wie ich auf der Tischdecke. Genial! Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Ja, das ist das. Oh, nee, ist es nicht. Doch, warte mal. Die Decke ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Das ist aber das absolut selbe Symbol. Nein. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf Gedankengang. dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité, unten im Fluss, befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Dago. Von Steinzylinder mit gemeißelten Symbolen Krachons zu Hilfe. Halb abgedruckt, verangefertigt und herausgefunden, dass es sich um kodierte Botschaft handelt. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht Unter Richt. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS SDSS. Merkwürdig. Aber egal. Wir verlassen diesen Ort. Meine Freunde. Sagen wir noch kurz Bescheid. So, wir gehen. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte. Keine Bange, sie waren nie hier. Unter Richt ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Île de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Ich glaube, das ist jetzt zusätzlich übrigens, dass wir hier spielen. Carchon war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat.
Hier, Bötchen. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Ja, freut mich. Was haben wir denn hier noch so? Lampe. Das ist das alte Bootshaus unter der Conciergerie. Wenn ich recht habe mit der Bedeutung des Begriffs Unterricht, dann muss die Antwort hier irgendwo am Kai liegen. Das Boot. Es liegt am Kai. Nee, wahrscheinlich nicht. Zellen oder Eingänge. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Das Symbol. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachan habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. In der Tat, hier will ich rein. Zu. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Rätsel. Du musst den rechteckigen Balken so bewegen. Ach, das ist das. Ach ja, das kennen bestimmt manche von euch auch noch. Das hat man auch früher, habe ich früher mal mit Autos gespielt, so. Ne, so kann ich das nicht bewegen. Okay, das ist Bullshit. Warte mal, das bringt nichts. So. 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 Na, irgendwie ist das gerade falsch, habe ich das Gefühl. Scheiße. Muss nochmal zurück machen. Jawohl. So. So. Der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Ich habe die Dinger ja geliebt. Früher muss ich ja sagen. Echt geliebt habe ich die. Okay. Mal rüber. Ja, das ist ja Quatsch. Warte mal. Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. So, so. Schön, das zu wissen. Auf. Aber natürlich gucken wir uns erstmal die Dinger noch an. Ist ja selbstverständlich hier. Ja, ich habe die Dinger geliebt, diese Rätsel. Ich liebe die total. Mach ich voll. Ja, hier passiert nichts hier. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Tja. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. So, angeguckt, hier ist nichts. Weiter geht's. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Ja, hallo. Hopp, hopp, bewege sie sich. Schneller. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich.
Schön, dass das Tor jetzt die Brücke baut. Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Ja, das könnte doof sein. Ein Bötchen. Das ist hier, ne? Das Boot ist seit Jahren nicht benutzt worden. Genau wie mein Hometrainer zu Hause. Oha. Hier liegt doch was. Eine alte Geschosshülse. Wahrscheinlich aus den 50ern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Kriegsfilmen aufgewachsen. Ja. Nehmen Sie mit. Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Wahrscheinlich jemand geschossen. Oder ist es ein magischer Hinweis? Magisch vor allen Dingen. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Ne, das sah vorher so aus. Wenn man damit auf See fährt, ist man, glaube ich, nicht mehr so ganz trocken zumindest. Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Und das ist es ja nicht schon. Ja. Tagebuch hat gerade was getan. Unterricht. SDSSDSS. Unterricht trotz Rechtschreibreform normalerweise ohne Bindestrich. Vor allem, was soll SDSSDSS bedeuten? Cajon. Hatte Fahrschein mit Stempel Bateau de la Conciergerie. In Conciergerie auf der Ile de la Cité unter dem im Fluss fand sich einst ein Gerichtshof. Kodierte Nachricht enthielt Wort Unterricht. Ja, weiß ich schon. Sollte Hinweise wörtlich folgen zum Kai bei Ile de la Cité gehen, eben unter den Richtern. Unter der Conciergerie, Unterricht. Fand Geschosshülse unter verrottetem Boot. Seltsam, so etwas in der Grotte zu finden. Wir spielen ein Point-and-Click-Adventure, da ist gar nichts seltsam. Warte, hallo. Geh mal gucken. Also, eine Steintüre. Es muss einen Mechanismus geben, um sie zu öffnen. Das ist wahrscheinlich richtig. Was ist ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Hm. An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Nichts passiert. Klar. Das Loch ist sogar für meine zierliche Hand zu klein. Warum habe ich die ganze Nacht nach diesem Nutzschluss jetzt? Nichts passiert. Doch, das hört man. Da kriege ich meine Hand. Da kriege ich. Kronhülse. Nichts passiert. 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 Da glaube ich noch nicht ganz. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Boah, ich nerv gerade ein bisschen. Nichts passiert. Nichts passiert. Doch. Nichts passiert. Doch. Nichts passiert. Das bringt, glaube ich, nichts. Also eine Steintüre. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. Ja, ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Da muss doch irgendwas geben, was wir da reintun können hier. Warum klappt das denn bitte nicht beim ersten Mal, ihr Säcke? Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. So. Und nun? Das war ein Fehler. Das Schloss stellt sich zurück. Okay, links. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Ich muss einen Fehler... Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Links, rechts wahrscheinlich. Ja. Oh nein. Ach, ich muss von vorne anfangen. Ein befriedigender... Ja, ist gut. Noch ein... Jetzt nochmal links, ne?
Spalte. Oh nein. Fick dich. Ich muss von vorne anfangen. Also warte mal, links, rechts, links. Ein befriedigend. Ja, Maul halten. Links, rechts, noch ein links. Kick. Rechts. Links. Und nun? Kein Griff. Ein befriedigend. Noch ein Klick. Kein Griff. Ach, fuck you. Ja doch. Noch ein. Links. Links. Rechts. Oh nein. Warum muss ich das wieder von vorne machen? Ein befriedigendes. Oh mein Gott, wie lang ist das bitte? Noch ein. Ja, ja. Gibt es irgendwie eine Lösung für? Ich weiß es nicht. Irgendwo ein Tipp, der mir sagt, du musst das so machen. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Ich auch. Gab es jetzt da irgendwo einen Hinweis für? Die Messinghülse ist glatt und vollkommen rund. Weiß ich nicht. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht Unterricht. Der eingefärbte steht. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht. Gibt es dazu eine Hilfe? Ja, gibt es. Ich bin nur zu blöd, die zu finden. Oh mein Gott. Mann. Ja. Kerschon, Steinzylinder, der riegelt mich mindestens für einen verborgenen Raum. Doch mein Weg ist versperrt. Jemand hat sich sehr bemüht, etwas zu schützen. Ja, viel machen kann ich hier nicht, wa? Und wieder das Kreuz. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ja, und bevor wir herausfinden, was es damit auf sich hat, beende ich diese Folge und das machen wir in der nächsten Folge, weil diese Folge jetzt schon wieder zu lang ist, oder das heißt zu lange, aber schon wieder vorbei ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bye. Baphomets Fluch. Haut rein.